Tinder-Reisen. Sex und Liebe kennen keine Grenzen mehr. Ein Date zu haben ist heute wesentlich einfacher als früher. Dating-Apps wie Tinder machen es möglich. Ein Wisch nach rechts heißt, du gefällst mir. Gefällt man dem anderen auch, steht einem Date nichts mehr im Wege. So flirtet man sich heute rund um die Welt und spart im Idealfall auch Hotelkosten. Der ist so sympathisch. Wo war der nur mein ganzes Leben? I would kiss her like the whole night long. Mein Herz pumpert wie verrückt. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Luis und Martin planen eine Reise quer durch Europa. Sie suchen das Abenteuer und die Liebe. Bianca und Jackie sind auf der Suche nach sexy Spaniern in Barcelona. Obwohl es Tinder ist, gehen sie gar nicht so ins Sexuelle. Sex? He's really cool, he's really funny. Eine Reise auf der Hochschaubahn der Liebe birgt aber auch Enttäuschungen, wenn sich am ersten Date nur einer verliebt und der andere ihn am nächsten Morgen nicht mehr sehen möchte. Er hat abgesagt. Reisen mit Dating-Apps. Der neue Hype. Die Reise gemeinsam mit Freund Amor. Eine turbulente Suche nach der großen Liebe quer durch Europa. Because when you speak Italiano, you have in Danno. Danno, Danno. Ist ja nicht umsonst, Tinder King. Hey Hübscher, kannst du lesen? In meiner Hose steht was für dich. Alles gut. In Wien machen sich die selbsternannten Tinder-Kings auf ihre Reise. Ihr Plan? Eine Europareise ohne Hotelzimmer. Dafür hat Tinder-King Luis, wie er sich auf Social Media nennt, die letzten Wochen versucht, Dates über seinen Premium-Account zu finden. Sie hoffen nun, bei den Girls nach dem Date natürlich auch zu übernachten. Ich nehme einfach so viel mit, wie geht, weil umso mehr Gewand man hat, und dann kann ich mir mal auswählen, was gerade passt. Ich tinder ja nicht so, wie man das glaubt, weil ich will ja dort eben nicht so viel Geld ausgeben für Hotels. Deswegen tinder ich halt so. So geht das. So tinder ich. Ne? Verstehst? Also unser Plan ist, dass wir quer durch Europa fahren. Und ich begleite den Luis, weil ich es einfach lustig finde, wenn man da ein bisschen herumfahrt und so sieht man was von Europa. Und ja, schauen wir mal, wie lange es geht. Weil Hauptsache, ich kann bei der irgendwie pennen, in Wahrheit, ne? Ja, die, aber das sind ja schon einige Schnitten dabei, so ist nicht, ne? Und dann irgendwann kommt es dann so, bum, 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 ich bin auch da, ne? Und dann schaust du mal, ist die überhaupt was, wie alt ist die, woher kommt die? Und dann fährst du halt dann die Gegend, ja, das war schon wieder, ne? Also bei Luis zählt nicht einmal mehr das Äußere, sondern eher, ob sie ein Dach über dem Kopf hat. Jetzt, was hast du da eigentlich für Tinder-Bierchen? Naja, ich muss mich ein bisschen vorbereiten. Weil das ist das beste Buch. Pass auf, ich schlag jetzt einfach irgendwo auf. Okay, das ist natürlich ein bisschen auffällig, wenn ich dann natürlich diese weißen Teile da drinnen habe. Aber egal, ich schlage jetzt einfach irgendwo auf. Und da steht zum Beispiel, der Marco schreibt, sag mal, kannst du später Zahnpasta mitbringen? Meine ist leer, zum Beispiel. Oder sind das so Erfahrungsberichte? Oder das was? Sind Erfahrungsberichte, das sind, ah. die besten Chats. Hier, hey Sweetie, Bock auf ein Quickie oder willst du lieber die vollen 3 Minuten? Nach so tollen Tipps kann ja nur alles schief gehen. Während Martin schon startklar ist, braucht Luis noch ein wenig, obwohl er schon vor einer Stunde abfahrbereit sein wollte. Oder besser, sollte. Aber für den Herzensbrecher ist Zeit nur eine Maßeinheit. Und die Sprachen der Liebe spricht er fließend. Fast. Ja, das ist halt italienisch. Scusa la dominate di retta ma tante primace pure da Dante. La conservazione si si italienisch. Aventure, altro. Ich denke mal, altro heißt wahrscheinlich Alter. Aventure o altro. Oder heißt das, in welchem Alter bist du? Nein. Bist du? Nein. Aventure klingt so nach Adventure. Sag's jetzt auf Italienisch. Ja. Ich kann ja keine. Okay, pass auf. Ich kann das, was sie geschrieben hat. Azzurro, alto, irgendwas. Aventure o altro. Abenteuerlich oder anders. Ah.
Nicht einmal so weit weg. Das ist so eine, die steckt halt echt immer die Finger in die Goschen. Das heißt, am nächsten Tag kann ich immer ganz im Mund drinnen. Ja. Hm. Ja. Musst immer schauen, sind die Nägel lang oder kurz? Lang. Verdammt nochmal. Also so lieber kurz? Ja, wenn die Nägel lang sind, bist du schneller verletzt. Ne? Ich schreibe jetzt. Du bist extrem abenteuerlustig. Genau. Sende noch. Na und wann schreibt ihr jetzt zurück? Ja, das dauert jetzt wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit, weil... Na passt, dann los geht's. In der Zwischenzeit könnten wir ja schon mal losgehen, oder? Die letzten Shirts in die Tasche gesteckt und die Liebesreise quer durch Europa kann losgehen. Gefahren wird nicht mit einem gewöhnlichen Auto, sondern mit dem königlichen Dosenöffner, wie Louis sagt. Bei dem Auto werden die Frauen schwach. Naja, angeblich. Schau sie dir an. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Hallo! Brav bleiben, gell? Antenne immer schön am Start. Ja, ich spür auch einmal. Sag mal so, das Auto hat eine persönliche Beziehung zu mir. Ja. Gell, gib her die Tasche. Weil im Wald könnte ich eigentlich ein anderes Auto, würde ich mal auch nehmen. Ich helfe dir. So. Ja. Na, brav. Ja, passt eh alles ran. Na super, halbwegs super. Zumindest. Ne? Und jetzt so. Automatisch, geht automatisch. Nicht. Spaß. So. Na los geht's. 750 Kilometer Autofahrt stehen Ihnen bevor. Ihr erster Stopp ist Bologna in Italien. Was könnte da die Stimmung besser heben als... Weißt, ganz ehrlich, ich bin eigentlich nur über das Lied nach habe ich mir gedacht, Bologna, ehrlich gesagt. Nur wegen dem Lied? Nur wegen dem Lied. Ich habe mir gedacht, was ist eigentlich Bologna? Und da bin ich drauf gekommen. Ach so, das ist Amore. Das ist die Stadt Amore. Das ist die Stadt Amore. So wie der Engel, der mit seinen Liebespfeilen in der Gegend rumballert. Du meinst den Amor? Ja, in Italien heißt der Amor Amore. Der Engel der Liebe. Der Engel der Liebe mit seinem Pfeil. Mit seinem Pfeil. Ist das so? Ja, ja. Kurz vor ihrer Abreise nach Barcelona treffen sich in Wien auch Bianca und Jacqueline, um die gemeinsamen Erfolge der letzten Wochen zu besprechen. Sie möchten in ihrem Barcelona-Urlaub sexy Spanier daten und von diesen die coolsten Plätze der Stadt gezeigt bekommen. Das Tinnen selbst, also da ist man ja kurz wie in einem Rausch. Da überhaupt, wenn man auf die Männer steht, die Bart haben und dunkle Haare, da ist dann, oh mein Gott, da ist dann eine Reizüberflutung. Das geht ganz schnell, das links, rechts, wirklich intuitiv. Aber das Schreiben ist das, was viel Zeit braucht. Was hast du dir für Leute geangelt? Also ich habe jetzt, mit dem schreibe ich seit einigen Tagen, der ist super cool. Das Coole ist ja, ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht nach rechts gewischt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Männer können sich überhaupt nicht fotografieren. Entweder nur Sonnenbrille, wo du gleich denkst, okay, passt, der ist hässlich. Der hat was zu verbergen. Wirklich. Ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Aber dass ich das mit Instagram so cool verlinken kann, so gleich direkt aufs Profil schauen und das ist echt ein Lieber. Ich meine, ich habe jetzt nicht unbedingt einen Sportler gebraucht, aber da ich ja auch Sport mache, ist das sehr cool. Sich, da habt ihr wenigstens auch gar nicht. Wer weiß, vielleicht geht ihr dann gemeinsam auf den Muscle Beach des Barcelonas und macht da gemeinsam was. Also wenn da nicht wirklich gleich von Anfang an in der Konversation ein Feuer oder ein Schmäh oder was da ist, wird das ein bisschen mühsam und dann schreibe ich eh nicht mehr oder gehe gar nicht mehr rein. Die Dates stehen und die beiden Girls scheinen auf alles vorbereitet. Nachdem auch das Gewand gecheckt wurde, geht es am nächsten Tag Richtung Barcelona. Die Flugangst von Jacqueline ist ebenfalls mit an Bord. Am besten hilft dagegen eine kleine Instagram-Story. Ich bin draufgekommen, Fliegen ist gar nicht mal so schlimm. Ich meine, ich habe aber auch schon
5 Ballgrain-Dragee sind. Du hast einen kurzen Schweißausbruch habe ich bekommen. Aber jetzt geht's mir ganz gut. Auf gut Deutsch gesagt, ist mir das gerade urwurscht. Auch Bianca dürfte die Pillen erwischt haben, glaubt man ihrer Insta-Story. Kinderreise quer durch Europa. Das ist der Plan. Am Weg nach Bologna in Italien ist die Stimmung großartig. Nur das Auto entwickelt ein Eigenleben. What the fuck? Schleichtig. Ich komme wieder nicht weiter. Das geht jetzt, jetzt geht's wieder. Es geht wieder. Ja? Ah, ja. Na, dann schalte ihn gleich mal wieder hoch. Okay. Was ist mit dir? Komm, lass uns nicht im Stich. Ah, der schafft das. Doch nicht. Das Aufreisegefährt wird auf der Autobahn immer langsamer. Mach auf einmal den Motor auf. Soll ich auf mal? Ja, mach auf. Ich weiß ja nicht mal, wo das geht. Ich hab das da noch nicht. Rechts unten. Martin übernimmt, aber der Rauch aus der Motorhaube lässt die Jungs rasch verstehen, dass hier der Kfz-Mechaniker für Dummies nicht helfen wird. Keine Ahnung, was da schon wieder ist. Boah. Na. Geschaut er das an. Immer langsamer worden. Dann hat uns schon irgendwann so ein fetter LKW überholt. Gesagt, okay. Arsch. Haben wir es halt dann irgendwie noch daher geschafft und gesagt, na gut, dann fahren wir halt ab und sobald wir dann stehen bleiben sind, hat der Scheißdreck auch noch zum Rauchen angefangen. Bis nach Graz immer kommen. Bravo. Ja, Graz ist. Amore hat's geheißen! Setz dich vielleicht gleich wieder rein, ha? Huh? Ich setz mich an Scheißdreck rein, das explodiert ja gleich die Scheißkarre. Na ja, dann weg! Wohin weg? Wohin weg? Weg! Ihr fahrt nicht zufällig nach Italien, Bologna oder so? Leider nicht. Na? Leider nicht. Scheiße. Wir müssen nach Amore. Amore? Das ist unser Ziel. Ich würde auch gerne, aber. Ja. Kaputt, fertig. Neue Ziele setzen. Ja, setzen ja stimmt, du hast recht. Wir brauchen ein neues Ziel. Jetzt geht's weiter, Mann. Ja, grad. In Barcelona, der zweitgrößten Stadt Spaniens, sind Jackie und Bianca hingegen nach 2,5 Stunden Flug bereits angekommen. Sie hoffen, über Tinder Seiten der Stadt kennenzulernen, die ein Tourist niemals sieht. Und das Beste dabei, das alles mit hübschen Männern. Das erste Date hat Jackie. Und das bedeutet nicht nur Make-up und Outfit. Die beiden haben ein ausgeklügeltes Sicherheitsnetz. Nicht nur haben sie sicherheitshalber ein Hotelzimmer, auch sonst ist man als Frau vorbereitet. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber eigentlich gar nicht mal so, weil ich kann es jederzeit abbrechen. Ich könnte auch eigentlich nur mal hingehen, ihn mir anschauen und wenn es gar nichts ist, drehe ich einfach straight wieder um und gehe heim. Aber Jacqueline, ich muss dir ehrlich sagen, der ist ja über 40, gell? 43. Ich würde schon gern mitgehen. Also ich würde zumindest gern am Anfang im selben Lokal sitzen, dass ich mal schauen kann, weißt du, wie der ist, dass ich dich mit dem allein lassen kann. Dann, ja, klar, aber halt dich bitte im Hintergrund. Ich bin vor allem deswegen aufgeregt, weil der halt echt 43 ist und sie ist schon ein junges Mädel, also da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen gehe ich jetzt ganz auf in meiner Rolle als die Mama oder wie man das sagen könnte, die große Schwester. Ich werde definitiv nach Hause kommen, also das ist mein Plan. Ja, das hoffe ich, weil... Du weißt, ich habe ja mein Date heute relativ spät, um 9. Und ich bin dann wahrscheinlich auch 2-3 Stunden unterwegs und ich weiß... Du meinst, dass wir uns noch ein bisschen sehen, oder wie? Nein, nicht nur das, auch dass ich weiß, wo du bist, weil, weißt du, wir sind jetzt beide doch den ersten Tag da. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht aus, nicht, dass was passiert. Ja, dass die Bianca mich fragt, wann ich heimkomme, das ist schon ein bisschen viel. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich ein Serienkiller denkt, okay, die kennt hier keiner, die kann man schneller mal aus dem Weg schaffen. Hört man ja oft, dass Mädels im Urlaub verschwinden. Ich meine, ich gehe jetzt nicht vom Schlimmsten aus, überhaupt nicht, aber ich habe einfach ein besseres Gefühl, wenn ich mir den auch mal anschaue. Bianca, wer weiß, vielleicht ist das der Urfreak, vielleicht sende ich dir dann eh ein Hilfe. Und dann kommst du einfach
aus der Ecke und sagt, Jacqueline, ein Notfall, Emergency. Ja. Das Treffen mit dem vielleicht Serienkiller kann beginnen. Jetzt, da die Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, bemüht man sich um die wirklich wichtigen Themen. Ich bin eher gespannt, ob er dich einladen wird, weil dadurch, dass er vorher gegessen hat. Das wäre fatal, wenn er mich nicht einladen würde. Also ich bin nicht eine Frau, die sich aushalten lässt. Sobald es zu mehreren Treffen kommt, möchte auch ich eigentlich gerne mal einladen. Aber dass beim ersten Date ich nicht eingeladen wurde, das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Manche Männer machen das ja auch, dass sie einen den Sessel richten, ja. Den Sessel richten. Das mag ich auch gerne. Ich lasse mir auch gerne in die Jacke helfen. Ja, voll. Ich bin aber dafür auch eine Frau, die gerne zu Hause kocht für ihren Mann. Ja, voll, ich und auch. Und schaut, dass es ihm gut geht. Also echte Traumfrauen, die beiden. Das Date mit dem Glücklichen ist rund 10 Minuten vom Hotel entfernt und führt sie nach El Born, dem Künstler- und Modeviertel Barcelonas. Ah ja, er hat mir schon geschrieben. Around 17. Ah, das fängt ich schon liebe an. Diese punktgenauen Angaben. Magst du ihm nicht schreiben, wann, wenn er sagt, um 5? Ich würde festnageln auf ihn. Ich würde mir eine Sprachnotiz schicken, dass ich die Stimme auch gleich mal höre. Hat er schon mal gemacht. Und? Möchtest du haben, dass ich dir eine vorspiele? Jacqueline, you are so sweet. I love this picture. Thank you very much for this gift. Er ist jetzt nicht so ganz unsympathisch. Nein, ich finde, es klingt nett. Natürlich voll mit spanischem Akzent. Ja, natürlich. Jacqueline. So, Jacqueline. Thank you so much. Na gut, dann setze ich mich jetzt mal daher. Mach das. Behalte mich im Auge. Nimm dir diese Speisekarte dann später zur Sicherheit. Und ich gehe mal vor. Ja, das gibt mir eigentlich jetzt doch ein gutes Gefühl. Am Anfang habe ich mir gedacht, aber jetzt denke ich mir, okay, ist eigentlich ganz gut, dass sie hier wartet. Du bist mein Emergency Call. Okay. Mein Telefon. Jacqueline stürzt sich in ihr erstes Date und Bianca, ihre Wingwoman, hat alles unter Kontrolle. Wir filmen mit zwei versteckten Kameras alles mit. Doch der sexy Spanier lässt in typischer Landesmanier auf sich warten. Das ist Jackie nicht so gewöhnt. Ich stehe hier jetzt vor El Born. Und warte auf mein erstes Date. Ich bin genervt, tatsächlich genervt, denn es ist schon nach 17 Uhr und er ist nicht da. Wow, jede zu spät gekommene Minute verärgert mich nur mehr. Wenn er sich noch ein bisschen Zeit lässt, wird aus dem Genervtsein ein verärgert. Jetzt sind es schon 5. Das Allerschlimmste und Unangenehmste ist, dass ich eigentlich nicht einmal mehr weiß, wie er heißt. Heel mad and really unhappy girl. I'm nearly grumpy now. Okay, so what is around 5 for you? I'm still there and waiting. Ich weiß nicht, ich glaube, der kommt jetzt. Zumindest steuert da einer zielgerecht auf sie zu. Nein, das war doch nicht. Okay, das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Ich warte hier jetzt fast eine Viertelstunde. Ich bin eigentlich kurz davor, um zu drehen und zu gehen. Also wirklich glücklich bin ich gerade nicht. Die Burschen sind noch weit von ihrem ersten Date entfernt. Ihr Auto streikt und sie stehen bei Graz. USA. 100.000 Sachen. USA. Ich beruhige mich. Das habe ich in der Volksschule gelernt. Das haben wir immer gemacht. Du, dass ich schon wieder selber beruhige. Am Anfang beruhigen. Der Stunde. Damit man ruhiger wird. USA. Dann nehmen wir jetzt einfach die Sachen, machen alles zu und schauen. Und schauen. Ja, und schauen. Und schauen in die Luft, oder was? Schauen. Na, das sowieso. Der Typ hat immer Ideen. Wo soll ich hinschauen?
Gehen kann man. Alter! Ich denke mal, wir gehen jetzt mal da in die Richtung und schauen. Du mit deinem Schauen, wo soll man Na ja, schauen? Aber was soll man denn machen? Sollen wir uns jetzt deppert machen? Nein, relax, schauen, alles Alter, gut. Das Wort geht Auto ist jetzt hin, jetzt müssen wir schauen, dass wir ein Ersatzauto kriegen. Wir können nicht schauen, wir müssen jetzt irgendwo hingehen. Gut, wir werden sehen, ja? Schon besser. Jetzt hat er wenigstens aufgehört zum Rauchen. Jetzt schieben wir ihn ein bisschen auf die Seite und dann lassen wir ihn stehen. Aber vielleicht funktioniert er ja jetzt wieder. Ja, dann probier's mal. Nein, scheiß drauf. Okay, dann jetzt. Das Volksschulwissen von Louis reicht zum Massieren seiner Ohren, aber leider nicht dafür, das Auto wieder startklar zu machen. Martin versucht, die Situation zu retten, damit die Europareise nicht schon in Graz ihr Ende findet. Caramba. So. Tschüss. Wir gehen jetzt einmal. Was ich mitgekriegt habe, ist da vorne irgendwie der Flughafen gleich, zumindest nach den Straßenschildern zu beurteilen. Und dann checken wir unser Mietauto und dann geht's weiter. Positiv bleiben, passt. Erst wir brauchen einfach ein neues Ziel, so wie es der eine vorher gesagt hat. Du musst dir neue Ziele setzen. Ja, wir müssen da mal hinkommen. Ich meine, das Date ist, die hat irgendwas gesagt von wegen Nachmittag, aber so wie es ausschaut, wird das mit Nachmittag eher, da sind wir dann eher wohl an der Grenze am Nachmittag, wenn wir schnell gehen. Schaut eher nicht so gut aus. Ich werde die jetzt aber noch einmal kontaktieren. Louis, der noch im Kopf rechnet, ob sich sein erstes Tinder-Date auch ausgeht, hat zum Glück Martin mit. Dieser hat ein Auto im Ankunftsbereich des Flughafens angemietet, während sich Louis umgezogen hat. Was ist das jetzt? Plastik gegen. Der kotzt den Clown an Regenbogen. Verstehe ich nicht. Warum? Was? Ja. Also, Clowns speien Regenbögen und Einhörner scheißen die. Das ist ein Cabrio? Das ist ein Cabrio. Man sagt aber Cabrio in Italien, oder? Oder nur Capri? Capriccio. Ein Capriccio. Ja. Ein Capriccio. Ja. Kann man rausschauen. Boah, aber der schaut aber. Ja, Edel. Oh. Hör dir den Sound an, pass auf. Gib ihn mir. Ich höre nichts. Und dann kann man so wie Musikvideos. Da wirst du zum ich bin so fancy. Ich meine, ich verkühl mich gleich, weil die ganze Zeit so ein fetter Fahrtwind in meiner Goschen ist. Aber Ich würde sagen, da haben wir auch in Bologna irgendwo unterkommen müssen. Soll er jetzt einfach fleißig weiter tindern und zu unserem Schlafplatz checken? Das muss doch gehen. Er, der große Charmeur, der macht das schon. Los geht's! Auf, auf! Woohoo, yeah! Ich bin in einem Musikvideo! Barcelona. Jackie wartet noch immer auf ihr 5-Uhr-Date im Künstlerviertel und ist schon leicht genervt. Bianca wartet ebenfalls, um Jackie im Fall der Fälle zu beschützen. Oh, ich glaube, das ist er. Hi. So dark for a shiny day. No, no, it's okay like Hello. That. Hello. How are you? Fine, thank you. Very nice weather at the end. It's really nice weather, yeah, that's true. Yeah. So where do we want to go? Over there, it's full of crowds. Oh, yeah, but I can see there. No, I mean, they should have some free places. So I would say this one is nicer. Wir filmen mit versteckter Kamera mit und es scheint, als ob sich das Date von Jackie noch nicht wirklich Gedanken gemacht hat, wo er mit ihr hingehen möchte. Can go there also. So I would like to get some refreshment. I don't care if that's And isn't there yes, you can get their refreshment too, or? Yeah. I'm not interested in these typical touristic places. Really? Yes. Ja, die haben sich jetzt in dieses Lokal gesetzt und ich muss mir, glaube ich, einen besseren Überblick verschaffen. Doch es dauert nicht lange und Jackie gefällt es nicht im ersten Lokal. Die beiden machen sich wieder auf den Weg. Ach so, nein, sie haben nur geschaut, was der Platz ist. Yeah. Oh yeah, look, there are a lot of beautiful places. Yes, jetzt unauffällig die Straße entlang gehen. Er wirkt auf jeden Fall sympathisch. Er hat halt mega viele Minuspunkte gesammelt, weil der voll zu spät gekommen ist. Jetzt ist es ja
17.17 Uhr und sie steht ja eigentlich seit 4:45 dort. Also da muss er jetzt schon einiges machen, um das wieder gut zu machen. Bei mir geht sehr viel über Sympathie und Humor, aber bei der Jacqueline auch. Das hat sie extra gesagt, dass für sie Humor eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn der jetzt nicht gleich ein paar Scherze aus dem Ärmel wirft, dann wird es ein bisschen schwierig. Ich denke jetzt nicht, dass er sie in der Seitengasse abschlachten wird. Relativ unwahrscheinlich. Oh, what do you think about that? This was my suggestion. Yeah, really, this is perfect. Biancas Neugierde über das Date mit Estefan kennt keine Grenzen. Und während Jackie versucht, das Eis zwischen ihr und Estefan zu brechen, würde Bianca am liebsten am Nebentisch sitzen. Ich überlege gerade, ich glaube, das Beste ist, wenn ich jetzt einfach mal vorbeigehe, weil das ist jetzt gerade so eine Abzweigung, dass ich nicht sehen kann. Ich möchte auf jeden Fall näher hin. Eigentlich möchte ich auch was hören. Darum beschließt sie, sich einfach daneben hinzusetzen. Frechheit siegt. Und es weiß ja keiner, dass die beiden zusammengehören. Vor allem nicht Estefan. Sie muss lachen. Ah, ich kann ja eh Deutsch sprechen, da spricht er eh nur Englisch. Auf jeden Fall, das hat sie jetzt ein bisschen aus der Fassung gebracht, weil sie muss jetzt kurz einen Lachanfall unterdrücken. So, it is possible for me to try surfing. Ich habe es doch tatsächlich geschafft, einen Tisch direkt neben Jacqueline's Date zu ergattern. Und ich höre jetzt alles mit und spiele Bodyguard. Und, was sagt das Ergebnis? Ich verstehe es nicht wirklich, aber mir ist aufgefallen, obwohl wir hier mit den Kameras stehen, er hat echt nur Augen für sie. Also er lässt sich gar nicht aus der Ruhe bringen von dem, beziehungsweise ablenken. Das finde ich ist ein großes Plus. Er hat keinen Bart. Wieso hat er keinen Bart? We need to find something asking in English, then it was an issue. This is one time, but the rest of time was wonderful. Wow. If I would live there, I would wear every day short. It is really hot. So, I would say cheers. Ich fühle mich total undercover, aber es fällt mir total schwer, ein Wort zu verstehen. Was ich rausgehört habe, sie reden wirklich über Nichtigkeiten, über das Wetter, dass es warm ist, dass er was Langärmliches anhat. Also, es ist so ein bisschen... Mir schläft ein bisschen das Gesicht ein, allein vom Zuhören, muss ich ehrlich sagen. Wow, it is a huge difference to the sangria we can order in Austria. Really? Really, it's much better. But how is it there? Is it unfriendly to eat the pieces of apple inside? No, really? No. Normally the people eat at the very beginning or at the end. So don't worry for that. Don't worry for that. Wow. Ich habe ihn gefragt, was sein Lieblingsessen ist. Weißt du, ich meine, wer fragt denn das bei einem ersten Date eigentlich? Und dann fragt er mich nicht, dass er es mir einfach sagt. Er sagt, gekocht oder bestellt? Und ich so, naja, fangen wir mal gekocht an, ja. Erzählen wir mal gekocht, ne? Paella natürlich. Also es wäre schön, wenn er mir was mitgebracht hätte von dieser köstlichen Paella. Nein, er hat lieber alleine gegessen und hat mich nur auf einen Drink eingeladen.